Hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Panda Let's Play. Wir sind immer noch im Janewald, allerdings habe ich mich schon ein bisschen weiter nach vorne begeben und zwar sind wir jetzt schon beim Tian-Kloster. Das letzte Mal haben wir bei Omen des Kaisers noch die Quest gemacht, wo diese Tafeln an den Wänden sind, die die Geschichte quasi ein bisschen erläutern. Da hätten wir noch das Finale beim Schlangenherz, das machen wir aber erst nachher im späteren Verlauf. Jetzt machen wir erstmal hier weiter, weil da gibt es noch einiges an EP. Es wird auch noch die Misere der Geister geben, aber ja, ich mag den Quest-Hub einfach nicht da unten. Deswegen machen wir erstmal hier oben weiter, wobei ich glaube, das ist das, wo man hier dann irgendwie essen oder trinken geht und dann erstmal ins Koma fällt oder sowas. Das dauert auch ein bisschen. Patch 8.3 steht kurz vorm Release, am Anfang nächsten Jahres. Da werden wir uns auch noch ein bisschen weiter drüber unterhalten, was denn da alles drinnen ist. Ansonsten sollte ich auch noch ein Video dazu haben oder vielleicht schon hochgeladen haben. Ich weiß gerade nicht. Und die Briefe. Ja, wie immer, wenn ihr mir gerne Post schicken möchtet, in-game auf dem Let's Play-Char, einfach einen Char auf Rexa oder Aleria stellen und einen guten Tom Turbo-Aleria stellen, schreiben, beziehungsweise damit ihr halt an den richtigen schickt. Also Tom Turbo-Aleria beim Brief eingeben. Dann haben wir den ersten Brief von YouBro. Fragen wegen Twinks-Leveln. Hey, Schiami, ich verfolge dich, deine Videos und deinen Charakter schon ein Weilchen. Und ich finde, jedes Video ist besser als das andere. Dafür erstmal ein Lob. Nun zu meiner Frage. Wie motivierst du dich zum Leveln? Nach ein paar Leveln fehlt mir die Motivation und es bleibt wieder liegen, Twinks zu leveln. Aktuell habe ich erst 120 auf... Was? Habe ich erst 120 auf Endlevel? Was? Aktuell habe ich erst 120 auf Endlevel. Wäre über ein paar nützliche Tipps oder sogar Tricks dankbar. Meinst du jetzt, du hast nur einen Char? Ich glaube, das soll das gerade heißen. Entweder kann ich nicht lesen oder hier stimmt was nicht. Liebe Grüße von YouBro. Was heißt Motivation? Ich meine, wenn dir das Spiel Spaß macht, dann kommt die Motivation von ganz alleine normalerweise. Einfach spielen in dem Sinne. Mal ein bisschen rumprobieren mit den verschiedenen Skillungen. Nicht immer nur die eine Skillung spielen. Viele, die was Neues leveln, die fangen halt immer an und spielen dann genau die eine Spec, weil sie haben bei Method gesehen, die spielen die Spec und die muss ich jetzt auch spielen, weil sonst bin ich ja kein guter Spieler und keine Ahnung was. Erstellen einen Char, der dich gerade interessiert. Wähl eine Spec aus, die dich interessiert und dann spielst du das ein bisschen. Wenn es dich nicht mehr interessiert, dann specs mal wieder um. Dann specs dir mal, keine Ahnung, specs mal auf Heal, Quests als Heal weiter oder machst Dungeons als Heal. Dann specs mal auf Braumeister, probierst mal Dungeons oder Quests als Braumeister und so weiter. Einfach immer mal die ganze Klasse durchprobieren, dann mal die ganzen Talentreihen durchprobieren. Schauen, wie die Synergy zwischen den Talenten ist und so weiter und so fort. Da gibt es halt für mich mehr als genug Motivation, dass ich da halt ein bisschen rumprobiere. Mache ich jetzt bei den Twinks zum Beispiel sehr selten, weil ich in dem Sinne ja schon jede Klasse eigentlich oben habe. Und demher weiß, was mir von den Talenten meistens am besten gefällt. Aber ich würde sagen, das wäre ein guter Tipp. Ansonsten, ich meine, Motivation zum Leveln muss halt irgendwo von alleine kommen, weil irgendwo willst du ja einen Char hochleveln. Dann sollte ja eigentlich die Motivation da sein. Ansonsten willst du es ja gar nicht, oder nicht? Egal, ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen will. Vielleicht fällt mir nachher noch was ein. Lunatic, weil Weihnachten Geschenk, lol. Bist eine coole Socke, mach weiter so. PS will ich küssen. Miyagi Aka Lunatic. Da ist aber nichts drinnen. Ach, du hast mir doch einen Brief geschickt. Ah, da ist Gold drin. Du Fuck, nimm mein Geld jetzt. Du hast halt anscheinend nicht an mich geschickt, wie es aussieht. Da ging der erste Brief, ging ins Nix. Danke, 14.000 Gold, Mann. 14.129,76,60. War das dein restliches Gold, das du noch hattest, oder was? Aus dem letzten Loch noch das Geld raus. Achso, ich habe mir noch meine Elixiere geschickt, genau. Wunderbar. Haben wir die auch mal wieder. Ja, dann Dankeschön fürs Gold, Mann. Vielen, vielen Dank. Was wir jetzt noch ganz fix machen, ist, wir machen ganz normal fix die Mönch-Quest, weil wir kriegen ja nach wie vor noch mehr Erfahrung durch den Mönch-Buff, um den werden wir nochmal refreshen gehen, ganz fix. Ansonsten, Patch 8.3, wer das noch nicht mitbekommen hat, der wurde jetzt angekündigt und Patch 8.3 erscheint für US am 14. beziehungsweise für EU am 15. Januar. Das heißt, US 14. Dienstag, EU 15. Januar ist für uns der Release. Ab dort können wir dann finally Patch 8.3 spielen. War wirklich jetzt lange von Patch 8.2, 8.2.5. Gut, 8.2.5 hat jetzt nicht so viele Sachen gebracht, aber 8.2 war halt schon eigentlich eine lange Laufzeit. Wo wir jetzt denselben Raid quasi draußen hatten. Das ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenigstens kommt der Patch jetzt und damit einige Neuerungen, über welche wir auch gleich sprechen können. Ich habe nämlich meine Notizen schon nebenbei aufgemacht, weil ich dachte beim Let's Play sicher... ja, ganz interessant, nebenbei darüber zu reden, wobei ich eh halt ein Video machen werde über die ganzen, ja, oder vielleicht schon gemacht habe, über die ganzen Änderungen. Wir können eigentlich gleich das Flask hier auch noch reinballern. Und zwar, das Erste, was natürlich kommt, das sind die Mechagnome, beziehungsweise die Vulpera. Und für die Mechagnome, beziehungsweise die Vulpera, müsst ihr natürlich wieder Anforderungen erfüllen. Das heißt, wenn ihr die freischalten wollt,
braucht einmal einen Allianz-Char, der ehrfürchtig ist beim Rostbolzen-Widerstand, beziehungsweise das Intro dort gequestet hat und einmal im Dungeon drinnen war für die Quest und die Quest dort abgeschlossen habt, denn dort, dann gibt es erst, also ich muss mich verbeugen. Denn erst dann, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, dann gibt es die mechagonische Bedrohung, heißt das Achievement. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr alles abgeschlossen. Also ehrfürchtig und mechagonische Bedrohung, das sind die Anforderungen für die Mechagnome. Jetzt können wir das hier gleich kammern, hier müssen wir nochmal selber. Dann kriegt er das hier alles zurück. Richtig gemein, Alter. Wobei, das tickt ja gar nicht mal so hart auf ihm irgendwie. Da ging ja fast gar nichts zurück jetzt. Ich hätte Touchman machen sollen. Der will mich hier fertig machen. Und das gleiche gilt natürlich auch für die guten Vulpera. Das heißt, wenn ihr die spielen wollt, dann benötigt ihr erstmal einen Charakter auf Seite der Horde. Und ihr müsst natürlich Voldunai auf R für sich haben. Also die Fraktion aus Voldun. Und ihr müsst das Quest Achievement in Voldun gemacht haben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es heißt. Quests, schauen wir kurz. Battle for Azeroth. Und dann haben wir hier irgendwo Voldun ganz unten. Geheimnisse im Sand, das müsst ihr hier abgeschlossen haben. Also 120 sein, ehrfürchtig Voldunai und Quest Achievement, das war's. Das ist alles, was ihr abschließen müsst. Das sollte eigentlich relativ fix gehen. Die Ruffraktion ist wahrscheinlich das, was für die meisten am längsten dauert. Aber gut, Voldunai ist jetzt auch nicht so anstrengend, wenn ihr das halt noch irgendwie farmen wollt. Das sind die zwei Anforderungen dafür. Dann könnt ihr die zwei nämlich in Zukunft einfach spielen. Natürlich, wenn ihr das abgeschlossen habt, die Quest, müsst ihr erst noch zur Botschaft in Orgrimmar bzw. Sturmwind. Und im Anschluss könnt ihr dann eine kurze Questreihe machen von 15 bis 20 Minuten. Und dann habt ihr sie frei und könnt sie in Zukunft in aller Ewigkeit auf eurem Battle.net-Account erstellen und spielen. Wenn euch das denn, wenn das denn das ist, was ihr denn gerne haben möchtet. Ich werde auf jeden Fall wieder leveln, aber hauptsächlich wegen den Achievements. Weil ich will halt einmal einen Mechagnom bzw. einmal einen Vulpera auf 120 kriegen, oder ja, eigentlich nur 110, aber 120 level ich sie sowieso. Wenn ich schon so weit bin, ist halt dann auch schon egal, damit ich halt die Heritage Armor und das Achievement dazu kriege. Das ist mir immer meistens am wichtigsten davon. Jetzt pullen wir das mal alles zusammen und kliefen die einfach weg, wobei die hauen relativ gut rein. Stimmt, ich habe ja noch den Selfie hier, der ist hier gebindet, oder? Ja, genau. Dann habe ich da nämlich nochmal den Erfolg für. Dann, was kommt noch mit Patch 8.3? Und zwar Naya Lofer, das ist der nächste Raid. Der macht dann eine Woche später auf sogar. Sonst waren es immer zwei Wochen später. Diesmal ist anscheinend nur eine Woche später, dass der Raid aufmacht. Das heißt, Raid Opening für NHC und HC ist für EU am 22. Und Mythic macht am 29. auf. Das heißt, für alle, die sich für Mythic Plus interessieren, Raid interessieren oder halt für ja, Mythic Plus, Raid oder PvP, also Arena, für die geht es dann am 22. los mit der neuen Season. Da kann man dann ganz normal wieder weiterspielen. Dann, was haben wir noch dabei? Wenn wir schon bei Mythic Plus sind, wir haben auch noch einen neuen Mythic Plus Dungeon. Den sollten auch die ein oder anderen kennen, denn es ist gleich wie bei Karazhan schon in Legion. Da haben wir nämlich Operation Mechagon als neuen Mythic Plus Dungeon. Der gibt es nämlich wieder in zwei unterteilt. Wenn man da in Zukunft gerne reingehen möchte, können wir das hier fix abgeben. Und ich glaube, dann war das eh schon mit dem, wo wir uns niedersaufen, glaube ich mal. Wenn man in Operation Mechagon reingeht, dann wird das in zwei Parts unterteilt. Sieht man das hier gerade? Wir sollten vielleicht vorher mit ihm sprechen, weil dann geht es nämlich hier gleich weiter. Genau, dann redet er nämlich hier erstmal. Da sind dann zwei Wings. Der erste Wing ist König Gobbermak, Schmierer, Drixi und Naeno und die fliegende Unterdrückereinheit. Und im zweiten Wing ist dann Prügelpanzer, Kuyo, der Garten und König Mechagon, gegen die man kennt, also kämpft. Also jeweils vier von den Bossen drinnen. Ich bin gespannt, ob man dann zum Beispiel die Essenz bei Mechagon schneller farmen könnte, wenn man immer nur den letzten Wing macht. Ob man da jedes Mal nochmal die Essenzen kriegt, aber das werden wir dann sehen. Generell, Essenzen ist noch ein heikles Thema, aber da werden wir dann hier im Let's Play am Ende ganz noch ein bisschen drüber reden, bevor ich da zu weit aushole dann. Dann, achso, wir haben einen neuen Mythic Plus Effix auch. Für die neue Mythic Plus Season gibt es einen neuen Effix dazu. Da stehen in Zukunft solche Pylone in den Instanzen. Wenn man so einen Pylon anklickt, dann wird man quasi in eine extra Welt, also in eine extra Dimension geportet. Also sieht gleich aus, nur ist halt ein bisschen dunkler. Und wenn man drauf drückt, dann steht auch direkt so ein kleiner Boss vor einem und diese Bosse muss man immer legen. Und währenddessen man in dieser Phase drinnen ist, also sobald er besiegt ist, ist man, glaube ich, aus der Phase wieder raus. Währenddessen man in der Phase drinnen ist, kann man durch alle Gegner durchlaufen. Man addet gar nichts, das heißt, man braucht nicht mehr unbedingt einen Schurken oder einen Invis-Trank, damit man Mobs skippen kann. Sondern man kann aufgrund von diesen Pylonen, die zu Mehrzahlen in der Instanz stehen, halt die gewissen Trash-Packs skippen, die man denn gerne skippen möchte, was natürlich sehr, sehr geil ist. Einziger Nachteil, dass man halt diese Mini-Bosse spielen muss, die sind jetzt aber auch nicht so schwierig.
Und nein, man kann die Minibosse nicht skippen, also du könntest nicht reingehen und irgendwas anderes machen, damit du wieder rauskommst, sondern wenn du keine der Minibosse spielst und diese Pylone einfach ignorierst und dann den Endboss pulst, dann ist direkt, wenn du den Endboss pulst, spawnen alle Bosse von den Pylonen, die noch am Leben wären und ja, die killen dich dann wahrscheinlich, weil die hauen derbe rein. Deswegen sollte man die, wenn es geht, einfach immer mitmachen. Aber alles in allem ist sehr angenehm, wie viel Plus-Effekte. Die Bosse sind da wirklich nicht schwer, die da drinnen sind. Das sind so mega Mini-Bosse. Aber die Fähigkeiten, die sie halt dabei haben, die können es halt dann problematisch machen, wenn man halt einfach zum Endboss durchgeht und den Endboss pullen würde. Das ist halt nur, damit man da trotzdem die Mechanik spielt. Aber overall zum Skippen, sehr, sehr geil, weil jetzt jeder quasi so einen Skip mit dabei hat. Dann, was hatten wir noch? Natürlich, wir haben die Visionen. Die Visionen sind ja eines der neuen Main-Features in dem Sinne. Die Visions, da kann man immer reingehen. Und zwar macht man, oder fangen wir zuerst nicht mit den Visions an, sondern zuerst mit den Invasionen. Die zwei neuen Gebiete, wo man unterwegs ist, hauptsächlich, wenn man Outdoor-Content macht, das ist einmal Uldum und das ist einmal Tal der ewigen Blüten. Man kann in beiden instanzierten Gebieten wieder zurückstellen bei Zia Dormi, wenn man denn gerne in der anderen Version sein möchte. Also wenn man zum Beispiel Siege of Orgrim oder so machen will, dann kann man da einfach in die andere Phase gehen. Genau, jetzt knockt es uns hier aus. Und ansonsten kann man dort seine Dailies machen, beziehungsweise halt so eine Leiste füllen und dann kriegt man eine Kiste am Schluss. Wenn man das macht, die Dailies dort, oder halt diese Leiste füllt, die einfach rutscht, dann kriegt man am Ende immer diese Essenzen und man kriegt auch Gear ganz normal, man kriegt so Tokens und so weiter, die kann man einfach verschicken, diese Tokens. Das sind so, glaube ich, 420er Gear. Kannst dann an Twinks schicken und so weiter. Und mit diesen Essenzen, die man dort kriegt, also jetzt müssen wir hier kämpfen, mit den Essenzen, die man dort kriegt, da kann man diese Vessels kaufen, wenn man mit Raphion halt redet. Und dann kriegt man halt so ein Fläschchen und mit diesem Fläschchen kann es in die Visionen reingehen. In den Visionen selbst, das ist so eine instanzierte, alternative Realität von Orgrimmar und Sturmwind. Je nachdem, was man machen will. Ich glaube, das ist immer abwechselnd, was ab ist dort. Ich habe das noch nicht ganz gecheckt, ob das irgendwie durchrotiert. Und in dieser Vision selbst, da kämpft man dann gegen verschiedene Mobs einfach. Die haben verschiedene Fähigkeiten. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Man hat so eine Insanity-Leiste. Wenn diese Leiste ausläuft, dann ist man quasi raus. Das heißt, man muss schauen, dass man da so fix wie möglich durchkommt. Beziehungsweise halt ja, gewisse Sachen macht, damit man das wieder zurückkriegt und so weiter. Aber da gibt es dann so ein Skill-Tree, wo man dann reinskillen kann, damit es einfacher wird für den einen oder anderen. Man kann das Ganze 1-5 Spieler machen. Und wenn man wirklich keine Lust hat, da den kompletten Run jedes Mal zu machen, du spawnst quasi direkt vor dem Endboss, aber du kannst dann alternative Bonusbosse machen und für die Bonusbosse gibt es dann Bonus-Reward halt. Aber wenn du es jetzt mit dem Twink machen willst oder so, dann kannst du einfach sagen, ja, dann kill ich den Boss ganz fix mit meinem Twink und dann kriegt er die Belohnung, um den Umhang abzudraden. Denn, was noch neu ist mit Patch 8.3, das ist der Legendary Umhang. Das ist quasi die erste Questreihe, die man macht, wenn man einloggt. Die Questreihe dauert ziemlich lange, ist aber cool vertont und alles mit geilen Cutscenes mittendrin. Einzige Problem ist, dass wenn man das mit Twinks macht, also wenn man sehr viele Twinks spielt, so wie ich, wird es ein bisschen anstrengend, weil bisher gab es noch nichts, womit man das skippen kann. Das heißt, man musste mit jedem Char immer so eine 45 Minuten oder über eine Stunde Questreihe machen, bis man das halt freigeschalten hat. Danach hat man diesen Umhang und die Upgrades für den Umhang, die gibt es wie gesagt aus den Visions, wenn man den Boss einfach killt. Und da man spawnt wirklich direkt vor dem Boss, da kippt man zwei Mobs, dann könnte man zum Boss reingehen, der wird das Umhang-Upgrade droppen. Das heißt, wenn es dir nur ums Upgrade geht, bist du 5 Minuten durch mit so einer Vision. Wenn es jetzt um mehr geht, also wenn du wirklich die Achievements haben willst, die Mounts, die Titel und was es nicht sonst alles drinnen gibt. Okay, da war mein Disconnect, weil mein Modem, glaube ich, gerade Reset hatte. Ich weiß nicht, das switcht immer irgendwann in der Nacht, ist immer Reset, jetzt hat es mich gerade rausgeschmissen. Das war ungutes Timing. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, wenn man halt das alles machen will, halt mit den Visions, dann ja, dann muss man halt alles klären, aber da geht es halt dann um Achievements, Mounts, Titel und ich glaube Transmog auch, wenn ich mich gerade nicht irre, was man sich da dann noch alles sichern kann. So viel zu den Visions, hört sich kompliziert an, also es ist wirklich sehr, sehr simpel zu verstehen, müsste man sich aber fast selber einmal ansehen, damit man es halt verstanden hat. Ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll, so dass es nicht komplett verwirrend wird, deswegen lassen wir das an der Stelle mitnehmen. Und schauen uns erstmal das nächste an. Wir hatten ja schon, genau, die Old God Invasion, das hatten wir eh schon, Uldum und Tal der ewigen Blüten, wo man dann halt in Zukunft immer gegen die Mächte von Endsoft kämpfen kann. Ich weiß gar nicht, wann das resettet. Täglich glaube ich nicht. Ich glaube irgendwie alle 2 oder 3 Tage, wo die resetten und dann kann man wieder beide Invasionen machen oder so irgendwas in der Art. Okay, der hat ein Ausweichen drin, das war gerade ganz schlechtes Timing mit seinem Buff. Da ging alles daneben einfach. Not like this.
Was haben wir noch? Genau, den legendären Umhang halt. Den kann man 15 Mal aufwerten. Außer es wurde nochmal gechanged dann. Aber momentan sieht es aus, als würde man 15 Mal aufwerten können. Also 15 Wochen insgesamt. Dann... Achso, ganz, ganz wichtig. Ich meine, das habe ich eh schon sehr, sehr oft angesprochen im Let's Play. Und zwar, es gibt kein Titanforge bzw. Warforge mehr. Das heißt, wenn man in Zukunft das beste Gear haben will, dann muss man ein bisschen höheren Content spielen. Wir haben zwar immer noch mehrere Gear-Möglichkeiten, als es als... Ja gut, zu Legion war es eigentlich gleich, aber wir haben mehr Gear-Möglichkeiten, als es früher der Fall war. Das heißt, entweder die Endgame-Progression für dich ist Mythic Plus, indem man höhere Keys läuft, Raiden oder halt PvP auf hohem Rating spielen, damit du halt ans beste Gear rankommst. Ans wirklich allerbeste Gear in-game, das gibt es von den letzten zwei Bossen im Raid of Mythic. Und zwar, die droppen 10 Item-Level höher als alles, was sonst in-game erhältlich ist. Will man also wirklich das allerbeste Gear haben im kompletten Spiel, dann muss man in Zukunft Mythic raiden. Also für die letzten zwei Bosse, da gibt es dann auch noch Waffen. Zum Beispiel das Zweihandschwert ist halt insane krass dann. Auf Item-Level 485, glaube ich, 475 wäre sonst das Maximum, also was im Mythic sonst droppt bei allen anderen Bossen, als auch in Mythic Plus droppt. Und nicht vergessen, wenn man HC oder NHC geht, auch dort droppen die letzten zwei Bosse um 10 Item-Level höher. Das heißt, im HC droppt dann dort Mythic-Gear und im NHC droppen von den letzten zwei Bossen halt HC-Gear. Das heißt, da kriegt man generell einfach ein höheres Item-Level, als es halt sonst überall möglich wäre. Ich glaube, das war das hier, 3 Stück. Wenn man denn drauf steht, dass man das kriegt. Ansonsten, man kann nach wie vor einfach Mythic Plus laufen, dann ist man, hat man ab Max Item-Level von 475. Allerdings muss man jetzt dann auch eine 15er Weekly machen und die Dungeons sind auch bei Weitem schwerer. Denn generell, es wird erstens die Stufe angehoben, für das man Max-Gear kriegt, also 15er Key, und es wird zusätzlich auch die Schwierigkeitsgrad von den Dungeons an sich angehoben, also overall ist es generell bei Weitem schwerer, als es jetzt der Fall ist. Das gleiche gilt auch für PvP. Will man im PvP das Max-Item-Level holen, dann muss man auch dort 2400er Wertung erreichen. Da gibt es dann ebenfalls 475 Item-Level zu holen, also gleich so wie es auch jetzt bei der aktuellen Season ist, wenn man halt jetzt auch gleich mit Mythic Plus auf ist oder mit Mythic auf ist in dem Sinne. Wenn man dort ans beste Zeug kommen will. Ansonsten, die einzelnen Item-Level-Breaks, ich meine die ganzen 5-Spieler-Dungeons und so Zeug wird genauso angehoben. Also jetzt 5-Spieler-Normal-Dungeon ist 400, HC ist 415, Mythic plus 0 ist 430, Mythic plus 15 Baseline-Drop, also was am Ende der Kiste droppt, ist 465 und die Weekly ist 475. Dann haben wir auch noch 3 neue World-Bosse, auch im Tal der Ewigen Blüten und in Uldum, die droppen 445. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ansonsten LFR ist 430, NHC 445, HC 460 und Mythic 475, außer die letzten zwei Bosse, wie gerade vorher schon erwähnt. So, habe ich noch irgendwas vergessen gerade? Es gibt einen neuen Pet Battle Dungeon, und zwar die Schwarzfelstiefen dieses Mal. Da kann man wieder ganz normal durchgehen, da gibt es wieder Achievements für, da gibt es wieder neue Pets für eine eigene Währung zu kaufen. Also für alle, die halt sich für Pet Battle interessieren, ist auch nochmal was vorbei. Und ganz, ganz interessant für alle von euch, die sich Shadowlands vorbestellt haben, da gibt es ja jetzt dann die Allied Races, alles als Todesritter zu spielen. Das heißt, wenn ihr da gerne einen Todesritter erstellen wollt, egal mit welcher Verbündeten, also egal mit welchem verbündeten Volk, dann braucht ihr ganz einfach nur Shadowlands vorbestellen und dann könnt ihr loslegen. Ich meine, ihr braucht halt die Allied Races halt dementsprechend auch unlocked. Sonst geht's natürlich nicht. Was haben wir noch? Wir haben kleinere Änderungen, auf die kann ich auch noch kurz eingehen. Das ist Insel-Expeditionshändler sind drinnen. Das heißt, bei Insel-Expeditionen, da gibt es jetzt einen Händler. Da kann man sich für die Seefahrer Dublonen, also nett ausgeben. Da kann man sich diese Boxen kaufen und in diesen Boxen ist alles drin, was in Insel-Expeditionen drinnen sein kann. Die Chance, dort einen Mount zu ziehen, ist natürlich dann dementsprechend höher. Um das nochmal ganz kurz zu erklären, weil viele das immer nicht verstehen, warum die dann dort höher sein soll, als es bei Insel-Expeditionen der Fall ist. Und zwar braucht man sich das ganz, ja, ganz einfach Mathe. Man braucht sich das nur ausrechnen. Auf einer Insel-Expedition sind im Durchschnitt 10 bis 15 verschiedene Mob-Typen ab. Dann hat man eine Chance, dass überhaupt Loot droppt. Dann hat man eine Chance, dass überhaupt von den gewissen Mobs, von denen man was haben will, aus dem Loot-Table was droppt. Und die Münzen momentan kann man halt in dem Sinne gar nichts anfangen.
Das heißt, momentan ist er circa eine 1 zu 2 oder 1 zu 3000 Chance, dass du überhaupt einen Mount rausziehst, wenn du reingehst. Einfach weil halt zwei RNG-Layer aufeinander liegen. Nachher kannst du zum Beispiel sagen, die Kisten, die man kaufen kann, die orientieren sich immer nach dem, welche Inseln gerade absehen. Wenn also diese Woche zum Beispiel die Inseln absehen für Jorundal, glaube ich, war es. Da droppt nämlich, wo haben wir es denn? Insel Expedi. Da haben wir zum Beispiel den hier. Der droppt nur in Jorundal und nur, wenn die Drachen absehen. Das heißt, wenn jetzt Jorundal ab ist, dann gibt es Kisten für Jorundal. Und da sind dann zum Beispiel spezifisch nur für drei verschiedene Mob-Typen Loot drinnen. Sagen wir zum Beispiel, ja, für die Drachen, dann für die Frickhull und für die Taunka. Die haben einen Loot-Table von insgesamt 30 Items. Das heißt, meine Chance, das Mount, weil das Mount ist ja auch schon dabei, meine Chance, das Mount zu ziehen, ist 1 zu 30. Das heißt, ich kann einfach die Kisten kaufen die ganze Zeit, Kisten aufreißen. Und die Chance, dass ich das Mount ziehe, ist halt bei Weitem höher, als dass ich es halt, ja, normalerweise gedroppt kriege. Also kaufst normalerweise am BTA habe ich, ich weiß nicht, maximal 5 Kisten gebraucht im Schnitt, um die restlichen Mounts rauszuziehen. Und ich glaube, eine Kiste hat 175 Münzen gekostet, CV-Dublonen. Oder 200, ich bin mir gerade nicht sicher. Ist nicht allzu teuer, weil die Münzen kriegt man immer 3 von diesen Beuteln, überhaupt wenn man den Trade auch noch im Schiff geskillt hat. Da wirst eh zugemüllt damit, da habe ich mehr als genug. Also ich sollte eigentlich instant meine restlichen Mounts dort noch holen können. Dann... das war's mal mit den Insel-Expeditionen. Dann haben wir noch zahlreiche neue Mounts natürlich. Es gibt unzählige neue Mounts, davon auch einige neue Modelle wieder. Unter anderem solche, die halt das Modell der Biene scheren. Also das Skelett der Biene scheren. Das sind so diese komischen Akir-Mobs. Dann gibt es halt so komische Schlangen und so Zeug. Dann gibt es einige Recolor-Mounts wieder. Ist auch nichts Schlimmes. Zum Beispiel die Wolkenschlange in Weiß und so. Da sind ein paar sehr, sehr coole dabei mit, die man wieder farmen kann. Entweder sind es Rare-Drops oder... von Bossen oder auch von Bossen, von den Visions, von der Quest 3 oder was auch immer, ist alles wieder mit dabei, wo man halt diese neuen Reittiere dann abholen kann. Unter anderem gibt es auch wieder ein Zeitvorausreittier, das vergessen dann nämlich immer sehr viele. Ich mache vermutlich eh wieder ein Video dann, kurz bevor halt ja, BFA quasi zu Ende geht dann mit 9.0, denn dann werden hier wieder einige Sachen nicht mehr erreichbar sein, unter anderem das Zeitvoraus-Mount. Das ist immer das, was man kriegt, wenn man den letzten Boss im letzten Raid auf HC besiegt, also den Endboss. Da gibt es ja immer das... Ist der Kessel jetzt gone einfach? Ich glaube, oder? Ihr seid im Kampf, was? Ich glaube, ich habe gerade den Kessel einfach verloren, weil ich zu schnell war, oder? Yep, okay, das wusste ich gar nicht. Das ist schlecht, da müssen wir nochmal einen neuen holen. Kann man sich das einfach anschauen? Zeit voraus... Nee, voraus. Ja gut, da gibt es nur den hier gerade. Das war zum Beispiel der erste, den gab es in Siege of Orgrimmar, den gibt es jetzt nicht mehr zu holen. Dann gab es zum Beispiel in Legion die violette Zauberschwinge, die gibt es nicht mehr zu holen jetzt. Oder den Wächter des Hains, glaube ich hieß er. Der hier war zu Draenor, den gibt es jetzt nicht mehr. Und mit BFA ist es so ein Void Dragon, der sehr, sehr geil aussieht. Auf den freue ich mich echt derbe. Sieht im Endeffekt aus wie die Inseldornerschuppe, was ich gerade gezeigt habe, nur in komplett leeren verderbt und mit einem mega nicen Sitzaufbau obendrauf. Den gibt es diesmal, wenn man halt den Endboss legt. Sehr, sehr cool. Habt dann natürlich wieder die Chance und der Raid wird ja auch dementsprechend dann eh genervt zum Ende hin. Beziehungsweise man wird ja von alleine immer stärker und stärker, umso länger man halt unterwegs ist. Dann, was haben wir noch? Legendäre Gegenstände werden transmogbar. Natürlich, das ist sowieso was, was viele hypt. Die ganzen Legendaries, die man dann transmoggen kann. Das ist natürlich sehr, sehr geil, wenn man da wirklich alles teammoggen kann, was man denn teammoggen will. Zumindest sind nach wie vor die Klassenlimitationen drauf, wie auf Fanta Fury und so Zeug. Also du kannst jetzt nicht mit, keine Ahnung, gewissen Klassen halt gewisse Legendaries moggen. Da sind immer noch die Limitationen drauf. Bei den Glaiven ist ein bisschen fragwürdig noch, weil bei den Glaiven war es bisher immer noch nur für Demon Hunter. Weiß noch nicht, ob das ein Bug ist oder was weiß ich, weil bisher war noch kein Release-Kandidat am BTA. Kann sein, dass er erst nächstes Jahr kommt oder vielleicht noch diese Woche jetzt. Und was haben wir noch? Lernschneide ist ein neuer Transmog-Enchant. Den gibt's von wo gab's den nochmal? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, der war aus den Visions. Das sieht ähnlich aus wie diese Geister, dieser Geister-Enchant für Vorbesteller, wie das hier. Also das verändert halt die Farbe der Waffe. Fuck, wurde ja auf einmal so groß, weil das verändert hat dann die Farbe der Waffe. Sieht aber sehr, sehr geil aus. Haben wir noch was Kleines? Ja, was Kleines. Eigentlich was Großes Main-Feature von 8.3. Es hat noch die Überarbeitung vom kompletten Auktionshaus. In Zukunft
wird das Auktionshaus komplett neu designt. Also das sieht komplett anders aus, funktioniert anders. Man sieht zum Beispiel auch nicht mehr die einzelnen Teile. Also wenn jetzt jemand hergeht und irgendwie 1000 Mal einen Stoff reinstellt, dann wird das trotzdem als Stack angezeigt. Man kann alles selber rauskaufen in den Mengen, wo man selber rauskaufen möchte. Ich setze mich zwar mit dem Auktionshaus auseinander und verstehe, wie es funktioniert. Wenn ihr euch da aber in-depth irgendwie die Änderungen ansehen wollt, dann empfehle ich euch eher andere Streamer oder YouTuber, die dort Content drüber machen. Zum Beispiel Exidus macht halt Goldgeiz auf YouTube bzw. Goldgoblin auf Twitch. Da könnt ihr einfach mal da reinschauen. Die können euch da ein bisschen mehr über die Änderungen erklären, weil ich weiß nicht, was sonst so genau geändert wurde. Ich habe nur das mit der Interface-Überarbeitung gesehen. Den Rest habe ich mir gar nicht so genau angesehen bisher. Deswegen lieber dort nachfragen. Dann Dunkelmond Jahrmarkt, kommen Arcade Games dazu, sind nur so kleine Spielereien, da sind alle Minigames drinnen, die wir schon mal gesehen hatten von überall in-game, die von den Kirin Tor Dailies, von den Schildkröten Dailies, die ganzen Spielchen und so weiter, kann man dort einfach spielen beim Dunkelmond Jahrmarkt. Und Minesweeper ist auch mit dabei, sogar, das gab es ja noch gar nicht, aber sieht ganz cool aus, macht doch ganz gut Laune, aber Achtung, wenn man failt und auf eine Mine rennt bei Minesweeper, dann ist man instant tot. Ist sehr, sehr cool gemacht. Man muss halt selber mit dem Charakter über die Felder laufen. Ist witzig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Hidden Achievement dafür gibt. Kann sein. Kann auf jeden Fall sein. Dann der Azerithals geht weiter. Es gibt 7 neue Essenzen. Der Azerithals geht bis 80. Sollte jetzt nicht allzu viel Grind werden für die meisten. Das kriegt man eh wieder spielerisch nebenbei. Ich habe da jetzt auch nie wirklich dafür gegrindet. Das kommt halt eh einfach nebenbei, wenn man ganz normal spielt, die Level. Und ja, das mit den Essenzen ist halt immer noch das Main-Problem. Zumindest aktuell, zu meiner Information, jetzt heute am 20., wo es angekündigt wurde, dass der Patch kommt, gab es noch nichts zwecks Essenzenänderungen, außer dass halt manche Essenzanforderungen genervt wurden, also dass man zum Beispiel für die Anhängeressenz dann so ein bisschen weniger braucht, das war bisher, aber ansonsten war da eher nicht allzu viel bisher. Das heißt, dort kann ich euch leider noch, warum ist das ein Upgrade? Das ist schlechter. Hä? Das ist toll. Was? Wieso zeigt das Addon 1% Upgrade? Das ist halt schlechter. Ansonsten gibt es da leider nichts wirklich. Bei Sensen, die halt weniger Sachen brauchen, wie halt zum Beispiel die Memory of Lucid Dreams, wo man halt dann weniger von diesen Follower-Dailies machen muss und so, aber ja, im Allgemeinen. Leider nach wie vor immer noch nicht so nice. So, jetzt müssen wir hier die ganzen Übungen ausführen, was der uns hier vorzeigt. Ich weiß gerade nicht, was ist. Ich glaube, das hier ist das. Ah, das war der falsche. Okay, das ist das hier. Das soll ein Dritt sein, wenn der sich immer auf dem... War das jetzt zu spät? Das soll ein Dritt sein, wenn der sich auf den Boden haut, oder was? Das war ein Kick. Warum zählt das nicht? Was? Ich mach das genau. Darf ich das nicht so schnell machen? Jetzt war es zu langsam. War der gerade vorher? Hat es gezählt? Was? Nein. Ich glaube, ich muss das im Takt mit denen machen. Schau mal. Oh, da muss aber der gleich auf sein. Was? Das sehe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gerade. Ah ja, da muss immer genau gleich auf sein mit den anderen, was? Ja, das mit den Essenzen ist halt immer noch das große Problem, dass man halt nicht einfach sagt... Das größte Problem ist mit den Essenzen eigentlich, dass für alle von euch, die ihr zum Beispiel in Patch 8.2 jetzt nicht gespielt haben, weil sie keine Zeit hatten, keine Lust oder was auch immer, und jetzt erst zurückkommen, dass sie halt gezwungenermaßen den Content von 8.2 nochmal spielen müssen, auch wenn sie nicht wirklich Lust drauf haben, weil sie ja die Essenzen sonst nicht kriegen und da halt noch so viel Zeit rein investieren müssen. Ist jetzt egal, für mich ist halt zum Beispiel wegen meinen Twinks, dass ich so viele Twinks habe und die Essenzen einfach nicht farmen will, und für Spieler, die halt länger nicht gespielt haben, ist halt das Problem, dass sie die Essenzen nicht haben einfach, weil sie halt, ja, vielleicht extra wegen dem Content ausgestiegen sind und jetzt quasi nochmal Lust hätten zu spielen und dann den ganzen Stuff nochmal holen sollten, also bisschen merkwürdig irgendwie, aber mal schauen, entweder kommt noch was oder sie lassen das wirklich so sein, wie es halt momentan ist. Wäre sehr, sehr schade, weil dann wird es sehr, sehr schwierig vielleicht für manche, dass sie halt noch ahead of the curve, also fürs Mount holen und sonstiges. Da sehe ich dann schon ein kleines Problem. Wir können dann gleich beide damagen, würde ich mal sagen. Oh, die haben aber derbe HP, was? Beide rechts. Kriegt er immer einen Debuff? Links? Ich glaube, die kriegen immer einen Debuff. Vielleicht hätte ich die mit den loweren HP holen sollen. Ich glaube, es lohnt sich immer noch, wenn ich die hier switche, oder? Links, rechts. Ich glaube, wir gehen lieber auf die hier. Die haben ja weniger HP bei Weitem. Rechts, links. Okay, bei dem funktioniert gerade gar nicht. Stimmt, der eine drüben war überhaupt bugged. Kann ich nicht einfach beide wegballern? Ja.
lieber die Säckchen verburgeln, die schon bei weitem weniger AP haben, dann sind wir nicht so lange dran, Alter. 5000 IQ-Move. Ansonsten war es das eigentlich so ziemlich für den Patch. So mega viel bringt er jetzt nicht an Content, aber das kommt darauf dann an, wie lange halt Patch 9.0 hält oder wann der überhaupt kommt. Oder ob es noch 8.3.5 gibt, weil es war damals ein paar Sachen von 8.3.5 in den Dateien drinnen mit irgendwie Warfront BG und keine Ahnung was. Ob das dann noch kommt, das werden wir dann noch sehen. Da wird Blizzard sich dann sicher Anfang nächsten Jahres äußern. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendwie viele Informationen zu Patch, zu kommenden Patches geben wird in diesem Jahr, weil die machen ja dann auch zu Weihnachten eigentlich immer 2 Wochen zu, sofern ich weiß, so war es halt die letzten Jahre immer. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Reinschauen bei dieser Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ihr mir gerne Briefe in-game schicken möchtet, dann könnt ihr das jederzeit gerne tun. Einfach auf dem Server Rexar oder leeren Charakter stellen und dann tom-turbo-alere schicken oder wie immer gerne ab unten einfach in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit gerne im Stream oder sonstige Social Media vorbeischauen oder schreiben. Da findet ihr alle Links immer unten in der Videobeschreibung. Upsi, das wollte ich gerade gar nicht. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.